Es ist die Expo 2017. Kasachstan feiert diesen Event unter dem Motto Future Energy. Wie Future Energy sind aber die zentralasiatischen Staaten? Wir haben uns mal umgeschaut. In Usbekistan hat man sich vor allem dafür entschieden, der Elektromobilität Platz einzuräumen. Die Energieversorgung für die Haushalte oder für Fabriken scheint in Usbekistan kein großes Thema zu sein. Dieses Modell einer Future-Fabrik, die sich selber mit Energie versorgt, ist das einzige Modell, das Usbekistan aufgefahren hat. In Turkmenistan ist man besonders stolz auf das höchste Rundfunkgebäude, den schönsten Brunnen und die größte Flagge. Wunderbar. In Sachen Energiefragen dreht sich Turkmenistan ein wenig im Kreis. Neben kleineren, nachhaltigen Projekten steht vor allem Öl und Gas nach wie vor im Fokus. Kasachstan begründet seinen Reichtum auf Öl und Gas. Umso ehrgeiziger sind die Ziele in Sachen erneuerbarer Energie. Bis 2030 möchte man etwa einen Anteil von 30% an erneuerbaren Energien haben, bis 2050 sogar 50%. Die Geschichte wird zeigen, ob sich das auch einhalten lässt. Usbekistan, Turkmenistan und Kasachstan haben wir gesehen. Die zwei Staaten, die am meisten zu bieten haben, weil sie über 90% ihrer Energie aus Wasserkraft beziehen, Tadschikistan und Kirgisistan, haben nur ganz kleine Stände hier. Schade eigentlich.